Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial über Forschungsmethoden. Und zwar gehen wir heute der Frage nach, wie denn so ein Forschungszyklus aussieht. Zunächst aber ein paar grundlegende Dinge. Und zwar werden wir kurz den Unterschied herausarbeiten, was denn eigentlich quantitative und was qualitative Forschung ist. Quantitative Forschung hat das Ziel, verallgemeinbare Ergebnisse für eine Grundgesamtheit zu generieren. Die Repräsentativität einer Stichprobe spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Quantitative Messwerte können beispielsweise aus einer Befragung oder Beobachtung generiert werden. Die daraus gewonnenen Messwerte werden dann miteinander in Beziehung gesetzt und die Ergebnisse daraus auf die Grundgesamtheit generalisiert. Qualitative Forschung hingegen zeichnet sich durch eine wesentlich größere inhaltliche und methodische Flexibilität aus. Hier wird auf standardisierte Vorgaben so weit wie möglich verzichtet. Hier ist das Ziel mehr die Generierung von Hypothesen, wohingegen bei quantitativer Forschung die Annahme bzw. Ablehnung von Hypothesen eine Rolle spielt. Beide Methoden bedingen sich gegenseitig, denn oft ist qualitative Forschung die Grundlage für eine gute quantitative Arbeit. Es gibt zwei Ansätze, Forschung zu betreiben. Einer ist grundlagenorientiert, der andere anwendungsorientiert. Welchen Ansatz man wählt, ist abhängig von der Forschungsfrage. Will man wissen, welche Geräte am effektivsten im Kraftsport sind, um schnell Muskelmasse aufzubauen, so hat man den Bedarf des grundlegenden Wissens. Eine anwendungsorientierte Frage wäre, welche Muskeln trainiert ein Handballer oder ein Fußballer, um sein Leistungsniveau zu verbessern? Ein konkreter Anlass erfordert zum Handeln. Der anwendungsorientierte Forscher sieht einen konkreten Nutzen mit der Beantwortung seiner Forschungsfrage. Dann gehen wir auch direkt über in den Forschungszyklus. Dieser sieht wie folgt aus. Zunächst wird ein Bedarf definiert. Welchen Bedarf definieren wir denn? Sagen wir mal, wir haben eine Firma X, die möchte das Interesse wecken, ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel eine Laufuhr, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Wenn das feststeht, dann können wir ja weitere Ansätze entwickeln. Es bietet sich an, eine Marktanalyse zu betreiben und sich anzuschauen, was gibt es bereits für Uhren, welche Feature haben sie und für welche Anwendungsfälle eignen diese sich. Außerdem kann man sich die Verkaufszahlen dieser Uhren anschauen. Vielleicht lässt sich ein Trend bestimmen, der sagt, dass immer mehr Leute Uhren mit Herzfrequenzmessung kaufen. Oder aber man trifft auf eine Marktlücke und man stellt etwas vor, was sonst keiner hat. Wenn das gemacht wurde, dann können wir einen Schritt weiterdenken und die Forschungsfrage definieren. Zum Beispiel hat die Firma X eine ganz bestimmte Erwartungshaltung der Forschung gegenüber. Wenn sie sich eine Bestätigung von der Forschung einholen können, dann wissen sie, es lohnt sich, die Uhr auf den Markt zu bringen. Eine weitere wichtige Frage bei der Definition der Forschungsfrage ist, was ist wichtig für den Kunden? Wenn die Verkaufszahlen sagen, die meisten Sportuhren, die weggehen, haben die Möglichkeit, die Laufdistanz zu ermitteln, so wird Firma X auf diese Funktion mit Sicherheit nicht verzichten. Weitere Kriterien, die bei der Forschungsfrage eine Rolle spielen, ist, welches Design soll die Uhr haben? Welchen technischen Anforderungen soll diese entsprechen? Muss sie wasserdicht sein zum Beispiel? Und für welchen Einsatzbereich ist sie geeignet? Eher für den Freizeit- oder für den Leistungssport? Was wir als nächstes benötigen, ist ein Plan, ein Versuchsplan. Versuchspläne dienen dazu, Forschungsfragen zu beantworten. Und wie gut sie das tun, wird durch interne und externe Validität ausgedrückt. Übertragen auf unser Laufuhrbeispiel könnte die Forschungsfrage lauten, welche Features benötige ich für meine Uhr? Der grobe Versuchsplan könnte lauten, erstelle Fragebögen und werte diese anschließend statistisch aus. Oder aber man analysiert den Markt und schaut sich an, was der Marktführer macht. Viel wichtiger als einen Plan zu haben, ist dann aber, diesen auch durchzuführen. Dabei bietet sich in der Sportwissenschaft ein großes Spektrum an quantitativen Methoden. Beispielsweise kann man Tests durchführen, Leute befragen, einfach beobachten. Es gibt soziometrische Methoden oder auch apparative Verfahren, wie man sie in der Biomechanik vorfindet. Entscheidend für eine erfolgreiche Versuchsdurchführung ist eine geeignete Definition der Stichprobe sowie eine Prüfung von möglichen Messfehlerquellen bzw. Störgrößen. Zum Beispiel benötigen Messapparaturen oft sehr definierte Umgebungsbedingungen. Zum Beispiel muss die Temperatur zwischen bestimmten Werten liegen. Ebenso treten bei motorischen Diagnosen häufig Lern- und Motivationseffekte auf. Hier müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden, um solche ungewünschten Effekte zu eliminieren. Die Versuche wurden durchgeführt und weiter geht's dann mit der Datenanalyse und der Auswertung. Vor allem in der quantitativen Forschung bedient man sich spezieller Computerprogramme, zum Beispiel MATLAB, SPSS, welche ein umfangreiches Kontingent an statistischen Methoden bieten. Der Forschungszyklus wird abgeschlossen mit einer Interpretation und Präsentation der Ergebnisse.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien kann der Beitrag der Studie aufgezeigt werden. Ebenso müssen Grenzen und Defizite der Untersuchung analysiert und eingeordnet werden. Und so, meine Lieben, so funktioniert Forschung. Tschüss und auf Wiedersehen.